Die Turbokarten, die im Amiga 500 zum Einsatz kommen, funktionieren ebenfalls auch in seinem großen Bruder, dem Amiga 2000. Denn hier ist es ja ähnlich aufgebaut. Wir haben auch den 68000er Prozessor und in dessen Slot kann man ebenfalls auch die A500 Turbokarten einsetzen. Jedoch ist das nicht die eigentliche oder angedachte Art und Weise im Design des A2000 hier Beschleunigerkarten einzusetzen, denn links nebendran haben wir ja den CPU-Slot. Der Amiga 2000 ist, und ich denke, da erzähle ich nicht allzu viel Neues, der klassische Amiga, der am wandelbarsten ist, denn in seiner Grundkonfiguration ist er ja im Prinzip nur ein besserer A500, was zum Beispiel auch unser Sysinfo hier beweist. Wir haben jetzt wieder die Konfiguration, normaler A2000 mit ein bisschen Fastram dabei, sind auch hier wieder am Ergebnis 1,34. Also 1:1 wieder A500. Eine minimale Einschränkung gibt es allerdings tatsächlich zu den A500 Turbokarten. Man muss natürlich darauf aufpassen, der normale A2000 ist ja nicht auf ein Holzbrett geschraubt wie hier. Die Turbokarte braucht auch Luft, natürlich über dem Sockel, und da ist ja im Prinzip dieser Laufwerkskäfig und die muss natürlich noch drunter passen, logischerweise. Und zumindest mit der 040er Turbokarte für den A500 hätte man da definitiv Schwierigkeiten, aber das nur am Rande, weil ich glaube, die hat sowieso keiner zu Hause. Was halt eben interessant am 2000er ist, dass wir hier wirklich von einer einfachen, knapp 7 MHz getakteten Maschine mit 1 MB Arbeitsspeicher bis rauf gehen können in eine Geschwindigkeitsklasse, die irgendwie so gar nicht mehr zu dieser Grundkonfiguration passen will. Aber da kommen wir jetzt demnächst noch dazu. Unser Thema ist jetzt zunächst Turbokarten für den A2000. Ja, dem geneigten Zuschauer ist aufgefallen, dass wir hier jetzt einen anderen Festplattencontroller drin haben, aber das ist im Prinzip nichts spektakulär Neues, denn es kommt eben bei älterer Hardware vor, dass die eine nicht mit der anderen zusammen will. Und wir haben hier jetzt als Turbokarte eine Supra eingebaut. Und die Supra hat anscheinend Probleme mit dem AT-Bus, vor allem wenn das sogenannte Octa-Pussy-ROM verbaut ist. Egal, mittlerweile sind wir auf einen Octagon umgestiegen, der funktioniert und harmoniert problemlos mit unserer Supra Turbo. Und die Karte, die ist gar nicht mal so übel. Die kommt in die Regionen von einer 020er MT-Karte, wer sich an die Folge für die A500er Turbo-Karten erinnern kann. Und ich glaube, die macht auch wirklich Spaß. Die gibt es im Übrigen auch tatsächlich für den A500 als externe Turbokartenvariante. Auch ein nettes Teil. Und hat halt einen großen Vorteil. Es ist eine 68000er CPU, die schnell ist. Aber ist 68000er natürlich komplett und am kompatibelsten zu allem, was man auf den 68000er spielen kann. Wir haben also eine klassische 68000er, die allerdings läuft bei... Was sind wir da vorne? 28,9 MHz. Also praktisch das Vierfache. Es ist eine Taktvervierfachung, die stattfindet. Wir haben also nicht 14,18, sondern um genau zu sein, 28,36 MHz. Jetzt sehen wir hier unseren Vergleichsfaktor mit satten 4,83. Jetzt haben wir in der letzten Folge zum A500, zum Turbokarten, aber gesagt, dass eine reine Taktvermehrung ja im Prinzip nichts bringt. Woher kommt es jetzt, dass wir jetzt hier in Schlagreichweite vom A1200 schon sind? Das ist im Prinzip mal wieder der klassische Fall Cache. Da ist einfach ein Cache dabei, der den Zugriff auf den Fastram, der natürlich zwingend vorhanden sein muss. Also auch hier eine Supra Turbo ohne Fastram im Z2-Bereich, die bringt einem ehrlich gesagt gar nichts. Und von dem her gesehen, da wird der Zugriff gecached und damit kann die CPU auch ein bisschen weiterarbeiten, ohne dass sie direkt auf das Fastram zugreifen muss, und das merkt man hier ganz deutlich. Also auch kleine und schnuckelige Karten wie die Supra können in entsprechender Kombination mit ein bisschen Fastram dem A2000 schon ordentlich Beine machen.
Ganz sinnbefreit sind die Beschriftungen von der Karte übrigens nicht mit Front und mit Back, denn es ist tatsächlich möglich, diese Karte verkehrt herum einzubauen, was natürlich zum Ende der Karte bzw. des A2000 führt. Deswegen, wer sich so eine Karte zulegt, bitte unbedingt darauf achten, wo vorne und wo hinten ist. Commodore selbst hat zwei Turbokarten für seinen A2000 ins Rennen geführt, die A2620 und die A2630, wobei bekannterweise die letzten Zahlen darauf hinweisen, welcher Prozessor hier drauf arbeitet. Und wir haben hier jetzt die kleinere A2620 im Einsatz. Eine sehr interessante Turbokarte, denn es ist eine der sehr, sehr wenigen 6820er Turbokarten, die auch eine MMU mitbringen. Und von dem her gesehen fast schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Was wir hier allerdings sehen ist, mehr Spaß eigentlich, wenn wir rein auf Geschwindigkeit gehen, aber mit der Supra Turbo. Ja, und das obwohl wir hier einen 68020er Prozessor haben, aber wir haben von der Taktung her liegen wir bei 14 MHz. Genau. Das ist einfach eine Taktverdoppelung quasi, das ist eine synchrone Turbokarte und die verdoppelt halt einfach nur den Takt auf 14,18 MHz, hat halt natürlich trotzdem angebundenen Fastram, in dem Fall satte 4 MB und naja, kommt recht weit. Wir sehen es ja, wenn wir drauf schauen, das ist quasi die Konfiguration eines A2500. Dieser A2500 hat ja eigentlich diese 020er Turbokarte serienmäßig und wir freuen uns mal ganz tierisch, wir schaffen das tatsächlich 1,0 wie ein A2500. Auf die zweite Nachkommastelle sozusagen. Genau. Ganz genau. Eine wunderbare Turbokarte, muss ich sagen, gibt es auch noch ein paar Tricks dazu. Man kann sich nämlich diesen Fastram, der bei allen Commodore-Karten ja erstmal in den Zoho 2-Bereich geblendet wird. Was generell erstmal blöd ist. Richtig, kann man sich bei der 2620er auch noch mit einem PAL umprogrammieren, das in den 32-Bit-Bereich verschoben wird. Das ist mir jetzt wirklich neu, aber ist okay. Ja, man lernt auch nie aus. Gut. Die restliche Konfiguration ist genauso geblieben. Wir haben hier nach wie vor unseren Plattencontroller mit drin, auf dem ein bisschen Fastram dabei ist. Die A2620 hat auch selbst ein bisschen Fastram mit dabei, aber wie gesagt im Zoho 2 Bereich. Wir sind jetzt eine Leistungskategorie höher, immer noch eine Commodore Turbokarte, diesmal die A2630 und wie die 30 schon anklingen lässt, handelt es sich hierbei um ein 68030er CPU, diesmal getaktet mit 25 MHz. Auch diese Karte bringt eigenen Arbeitsspeicher mit Fastram, leider Gottes genauso wie die A2620. Im Zoho 2 Bereich. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, sich diese 4 MB erstmal umzulegen. Wie wir sehen, den A3000, den schafft man nicht ganz. Der A3000 an sich ist ja auch eine 68030 CPU mit 25 MHz. Aber im Großen und Ganzen schlägt sich das System ganz wacker. Das war im Übrigen auch die Turbokarte, die im etwas selteneren A2500-30 eingebaut war. Aber die Turbokarte an sich ist nicht allzu selten. Das heißt, da draußen geistern sehr viele rum und ich denke auch sehr viele unserer Zuschauer haben eine solche Turbokarte. Und eben weil sie nicht allzu selten ist, gibt es da eine gewisse Neuentwicklung dafür. Nämlich die A2630 hat auf ihrer Rückseite Anschlüsse. Diese Anschlüsse sind einzig und allein dafür gedacht, diese Karte mit echtem 32-Bit Fastram zu versorgen. Dafür gab es in der Vergangenheit, soweit ich weiß, zwei Möglichkeiten. Das eine war die DKB und das andere die Access 32, aber da gibt es jetzt auch was Neues. Und wir schauen uns mal an im Vergleich alt gegen neu. So, also hier nochmal die historische Variante, schon angeflanscht an die A2630, die DKB
2632. Die DKB bietet Platz für 4 PS2 Speichermodule. Insgesamt theoretisch ja damit 128 MB Speicher möglich, wobei nur 112 MB letztlich adressierbar sind. Man sieht auch schon den zusätzlichen Stromanschluss, den die Karte tatsächlich braucht. Denn tja, ohne das funktioniert sie nicht und die Karte wird auch durchaus sehr warm. Was jetzt dann geschwindigkeitsmäßig bringt, schauen wir uns gleich an. Und was das Ganze bringt in Sachen Speed, was sehen wir hier? Hier sehen wir zumindest, dass wir den A3000 ein- und eigentlich sogar ein klein wenig überholt haben. Wenn wir uns an vorher zurückerinnern, rein mit dem Speicher auf der A2630, da waren wir ja letzten Endes irgendwo bei dem Faktor zum A3000, den wir jetzt ein bisschen als Vergleichsfaktor heranziehen wollen, von 0,90. Und jetzt haben wir zumindest bei 1,02 nach oben geschnellt und da macht das Ding natürlich auch einen kleinen Ticken mehr Spaß. Man merkt auch, dass das Ganze ein bisschen flüssiger ist. Liegt natürlich auch an der deutlichen Menge Arbeitsspeicher, die wir hier verbaut haben. Und wir wollen diesem Speicher jetzt noch ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, denn wir haben hier ein neues Produkt aus dem Hause Individual Computers, die BigRam 2630. Quasi ein Youngster, der jetzt hier gegen einen Oldtimer antritt. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal an, was der Boost-Test so erzählt zu unserer DKB 2632. Und dann darf die Jugend mal zeigen, was sie so drauf hat. So, dann testen wir mal den Fastram der DKB durch. Schauen wir mal, mit welchen Geschwindigkeiten hier die entsprechenden Lese- und Schreibzugriffe tatsächlich möglich sind. Wir merken, wir sind so im 10 bis 16 Megabyte Bereich, je nachdem, was geschrieben wird letzten Endes, beziehungsweise was gelesen wird. Und so ein bisschen sollten wir uns die Zahlen merken. Und dann schauen wir mal, was hier dann tatsächlich die neue BigRam liefert, die ja eigentlich eine ganz andere, also viel modernere Speicherarchitektur verwendet als die alten PS2-SIMs. Schauen wir mal. So schaut das Ganze aus. Hier sehen wir es, eine BigRam 2630 in der Standardausführung, weil Jens Schönfeld hatte auch schon daran gedacht, dass es da die entsprechende falsch bestückten Turbokarten von Commodore gab, die 2630, wo die Anschlüsse auf der falschen Seite waren. Naja, solche Bestückungsprobleme sind der Commodore ein bisschen öfter passiert. So, schauen wir uns mal an, was haben wir hier drinnen? Plastik. Viel. Erst einmal eine schöne Umverpackung und naja, das Ganze, wenn wir es hier rausbekommen, das hier ist der Speicher. Schaut ein bisschen kleiner aus. Ich wollte gerade sagen, ich bin enttäuscht. Ja, sollen angeblich auch 112 MB sein. Tja, jetzt wird es spannend, lieber Jens. Was du uns da verkauft hast, also mir in dem Fall. Immerhin funktioniert er. Immerhin funktioniert er. Also, wir haben Speicher und wir haben viel Speicher eingebunden und das Ganze im Gegensatz zur DKB autokonfigurierend. Bei der DKB-Karte musste man ein kleines Tool am Anfang der Startup-Sequenz laden, damit die Speicher auch tatsächlich aktiviert werden. Bei der BigRam 2630 ist das nicht mehr notwendig. Man kann es ausschalten, wenn man will, aber prinzipiell wird der Speicher sofort eingebunden. Dann schauen wir mal, was die Karte bringt. Jetzt schauen wir mal die Butter bei die Fische und zwar schnell. Damit wir das Ganze vergleichen können, machen wir das Spielchen wie vorher. Wir haben ja wie bei allen unseren CPU-Tests, wenn möglich, das ganze Kickstart-ROM in den FastRAM-Speicher geladen. Das Ganze machen wir jetzt natürlich genauso. Vergleichbarkeit muss sein. Und jetzt geht's los. Jetzt schauen wir mal, oder? Ich muss sagen,
Es ist noch mal ein bisschen mehr geworden. Hier steht tatsächlich 1,10. Im Vergleich zum A3000 wohlgemerkt. Vorher bei der DKB hatten wir 1,02 und wir haben die 5000 Joysteins geknackt. Ach, stimmt, genau. Ich finde, das ist ein ganz gutes Teil, was da Jens Schönfeld tatsächlich abgeliefert hat. Empfehlenswert, also wer eine 2630 zur Verfügung hat, muss ich sagen, der sollte sich überlegen, das Geld auszugeben. Weil mehr Speicher macht für den Amiga natürlich auch ein bisschen mehr Benutzbarkeit, weil der Speicher nicht mehr im Fastram liegt, im Z2 Fastram-Bereich, so rum. Genau, aber apropos, der Anschaffungswiderstand liegt bei wie viel? Ich denke, das waren 150 Euro. 150 Euro, klar. Ich meine, im Vergleich jetzt eine DKB 2632, da kommt man mit 150 Euro lang nicht hin. Da reicht das Doppelte nicht, wenn ihr das Ding irgendwo überhaupt noch auftreiben könnt. Und die 2630 Bigram, die ist momentan zumindest noch neu erhältlich. Und damit auch natürlich die Vorteile neu mit Garantie. Und nein, wir haben diese Karte nicht umsonst gekriegt. Das ist kein Product Placement hier, sondern wir wollen einfach nur wissen, ob der Blind German hier Mist gekauft hat oder nicht. Und als nächstes schauen wir uns an, was der Bustest dazu erzählt. Kommen wir bei manchen, vor allem beim Schreiben, da merkt man es, beim Schreiben sind wir deutlich schneller. Wir hatten vorher als maximale Zahlenwerte tatsächlich auch nur 1er vorne, also wir hatten keine 20er. Und da merkt man, dass der Speicher doch dann deutlich schneller angesprochen wird. Und auch die Zykluszeiten beim Zugriff, die sind auch deutlich schneller. Da ist durchaus was Interessantes passiert, muss ich sagen. Also unterm Strich können wir sagen, die Bigram 2630 sticht in jedem Fall den Oldtimer von der DKB aus. Und ja, die Besitzer von der A2630 Turbokarte, die könnten sich da tatsächlich überlegen, wenn sie über mehr wie nur die maximal 8 MB auf dem Zorro 2 Bus haben wollen. Und wenn Sie eine Grafikkarte haben, nicht zu vergessen, oder auch ein Bridgeboard, dann reduziert sich das Ganze, ja? Genau. Also macht es durchaus ein wenig Sinn. Nicht nur ein wenig, bisschen mehr auch. Gut, wunderbar. Das war die A2630 Turbokarte von Commodore mit den jeweilig verfügbaren Speichererweiterungen auf dem 32-Bit Fastram. Wer jetzt nur Fragezeichen vor den Augen gehabt hat, als wir vom Zorro 2 Bus und den darauf maximal adressierbaren 8 MB gesprochen haben, der sollte mal einen Blick werfen in die erste Fragezeichenfolge der Yesterchips. Hier drin geht es nochmal ganz speziell um die 8 MB Grenze, die auf dem Zorro 2 Bus vorherrscht. Denn so ganz unwichtig ist die nicht und ein angehender Amiga 2000 Besitzer, der sollte sich darüber im Vorfeld informieren, bevor es dann hinterher Schiffbruch oder gar Tränen gibt. Wir bleiben in der 68030er Prozessorenfamilie. Allerdings haben wir hier jetzt ein Stückchen Hardware im Einsatz, welches der gute Jens tierisch liebt, nämlich eine Apollo. Und die scheint die anderen 68030er Karten ziemlich im Regen stehen zu lassen, was Geschwindigkeit angeht. Das definitiv. Das ist eine Apollo 2030 der Turbofraktion. Das heißt, das Teil taktet mit satten 50 MHz. Das Gerät hat auch, soweit stabil, tatsächlich 64 MB Fastram, 32-Bit Fastram drauf. Und wenn die Karte läuft, die Karte ist tatsächlich eine ziemliche Zicke. Ihr merkt sicherlich, wir mussten mal wieder den Festplattencontroller tauschen, weil es gewisse, nennen wir mal, Unverträglichkeiten mit dem Octagon gab. Aber sei es drum. Wenn die Karte nämlich läuft. Sag mal gerade noch mit dazu, dass wir hier jetzt den A2091 als SCSI-Plattencontroller mit dran haben. Nur so als Info, wie gesagt, der Octafusi, der hat ein bisschen Malheur gehabt.
Oh, aber wenn sie läuft, dann läuft sie und unser Süßinfo erzählt uns auch was dazu. Das erzählt uns deutlich was. Wir vergleichen das mal lieber gleich mit dem 3000er. Da können wir natürlich oben mal raufschielen im Vergleich. Denken wir an die 500er Turbokarten zurück, sind wir mittlerweile bei einer Zahl da stehen, 17,35. Ich denke, ein ordentlicher Wert, wie das Ding eigentlich so schneller sein sollte, unser Schätzeisen. Aber ich denke, bei den Big Boxen vergleicht man sich dann vielleicht mal so mit einem A3000. Und da sind wir tatsächlich fast doppelt so schnell, interessanterweise. 1,98 letztlich als Vergleichsfaktor. Das lässt sich durchaus sehen, würde ich sagen. Das lässt sich durchaus sehen, aber die Karte ist einfach eine Zicke. Und ganz wichtig, die Bestückung muss zum Netzteil zeigen. Ansonsten bratet ihr euch auch diese Karte. Definitiv. Das ist eine ganz große Gefahr. Da bitte, falls ihr eine habt, beziehungsweise ergattert habt und euch wundert, wie passt denn das Ding rein in meinen A2000? Also, wenn ihr drauf schaut, die ganzen Teile müssen nach rechts zum Netzteil schauen. Diese Karte hier zählt auch zu der Kategorie, die ihre eigenen Festplattencontroller mitbringt. Das wird Thema einer anderen Folge sein, aber es ist generell festzuhalten, wenn man auch Wert auf Datendurchsatz legt. Da geht eigentlich nichts drüber, wie wenn die Turbokarte, die man im Einsatz hat, auch einen eigenen Plattencontroller dabei hat. Bei dieser Apollo hier ist das der Fall. Nur mal so zum Vergleich, die beiden Commodore-Karten 2620 und 2630 haben dies nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Thema einer anderen Folge. Wir sind jetzt eine Kampfgewichtsklasse aufgestiegen und haben hier jetzt eine Fusion 40 Turbokarte im Einsatz mit einer 68040er CPU. Und ja, wenn ihr es vielleicht gesehen habt, wir haben wieder einen anderen Plattencontroller drin. Aber warum, weshalb, da soll der Besitzer dieser Karte was dazu sagen. Auch die Fusion 40 ist, gelinde gesagt, eine Zicke. Die ist ein bisschen interessanter beim Konfigurieren, dass sie läuft und sie arbeitet auch tatsächlich nicht mit allen Sachen so einwandfrei zusammen. Sie hat nämlich wohl ein bisschen viele Störsignale, die sie auf dem Bus letztlich hervorruft und da gibt es einige Karten, die Schwierigkeiten machen. Interessanterweise auch unser Allerweltscontroller A2091 letzten Endes. Darum sind wir wieder zu Octagon zurückgewechselt. Die geht interessanterweise. Nun ja, es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, die sind so, wie sie sind. Diese Fusion 40 war letztlich eine frühe Turbokarte mit 68040er CPU für den A2000 und da gibt es halt mehr. Beim A500, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, gibt es genau eine und die gibt es eigentlich nicht, weil die keiner hat oder fast keiner hat. Und für den guten A2000 gibt es doch ein paar mehr. Das ist eine davon und eine sehr frühe sozusagen. In diesem Fall taktet sie leicht übertaktet mit 30 MHz und bringt, denke ich mal, ganz ordentliche Werte. Wenn wir uns mal die Drystones anschauen, vorher bei der Apollo waren wir da bei 8000 irgendwas und beim Vergleichsfaktor haben wir so an der 2 gekratzt. Naja, runden wir mal so ein bisschen, waren wir so knapp bei 2. Und wenn wir uns das hier anschauen, im Vergleich zum A3000 sind wir bei 4,67 und stecken rein von der Rechengeschwindigkeit her letzten Endes auch den serienmäßigen A4000 mit seiner A3640 quasi in die Tasche. Und wir sind hier noch nicht bei einem 060er Prozessor wohlgemerkt. Also unterm Strich, da geht noch was. Da geht definitiv noch was und wir werden auch gleich sehen, es geht auch bei den 040er Karten noch was. Was kann man zu der Karte, wie gesagt, noch sagen? Bis maximal 32 MB Fastram kann man nachrüsten. Das Ganze als SIMS, allerdings die 30 poligen unterbreche dann natürlich die 4 MB Regel davon. Und ja, wenn ihr eine solche Karte irgendwie mal zwischen die Fingerchen bekommt, achtet bitte auf ein paar Sachen. Zum einen müssen da die speziellen ROMs drauf. Ja, das sind die 3.4er. Ansonsten funktioniert das überhaupt nicht mit Kickstart 3.1. Und auch bei der Konfiguration beim Hochfahren der Karte. Wichtig ist es auf jeden Fall die 68040 Library von der Diskette der Fusion 40 zu verwenden. Ansonsten
habt ihr definitiv kein funktionierendes, lauffähiges System. Ich denke, es ist generell kein Fehler, vor der Beschaffung einer Turbokarte, jetzt ganz egal, was für eine das es denn sein mag, zumindest vorher mal im Netz in den einschlägigen Foren nachzufragen, denn mit Sicherheit hatte irgendjemand schon mal so eine Turbokarte im Einsatz und kann Aufschluss darüber geben, ob das Ding nun, wie hier schon angeklungen, eine Zicke ist oder aber sich so verhält wie beispielsweise die Commodore-Karten, die wirklich Plug-and-Play sind. Langsam an das Ende der Fahnenstange, was wir hier an Turbokarten zu präsentieren haben. Wir haben hier nun von Phase 5 eine Blizzard 2040 Turbokarte drin. Diese Turbokarte bringt nicht nur einen 68040er Prozessor mit sich, sondern sie hat auch wieder 32-Bit Fastram mit an Bord und diesmal auch einen richtig nennenswerten SCSI-Controller, welcher also quasi das Gesamtpaket deutlich beschleunigt und das Ding so richtig schön interessant macht. Das System hat satte 128 MB FastRAM, schon angesprochen von MIG 128 MB 32-Bit RAM. In diesem Fall arbeitet die 040er CPU mit 40 MHz und wir sehen hier dann doch ein paar ganz nette Zahlen, 28.000, fast 29.000 Drystones. Und wenn wir das Ganze mit dem A3000 vergleichen, was wir so ein bisschen als Vergleichsfaktor hier hernehmen, sind wir bei 6,24. Euch ist vielleicht auch immer unten was aufgefallen, dieses Chip Speed versus A600. Da versucht unser SysInfo auch den Zugriff auf den Chip RAM so ein bisschen zu vergleichen mit dem A600 mit reiner 68.000er CPU und da sehen wir hier so den Faktor 3,17. Schneller geht bei einem ECS-System nicht. Mehr ist nicht möglich. Wir haben ja auch nur einen 16-Bit Zugriff auf das Chip-RAM. Wenn wir das Ganze auf einem A1200, auf einem A3000 oder A4000 anschauen mit 32-Bit Zugriff auf den Chip-RAM, dann haben wir da natürlich ganz andere Werte. Aber das schaffen wir hier ganz locker und die Karte ist auch noch mal ein Stückchen schneller als die Fusion Forte und ehrlich gesagt auch keine solche Zicke. Und der SCSI-Controller ist ein Fast-SCSI-Controller, der macht dann auch richtig Spaß. Da kann man dann durchaus mal 7-8 MB pro Sekunde schaufeln und von dem her gesehen, wer eine solche Karte hat, der weiß, wovon ich rede und alle anderen, naja, schwierig zu finden. So, und jetzt bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir versuchen jetzt eine Audienz bei Ihrer Majestät zu bekommen und da ist das die Phase 5 Blizzard 2060. Phase 5 Blizzard 2040 die Königin der Turbokarten für den A2000 ist, dann haben wir es jetzt mit der Kaiserin zu tun, die 2060, wie der Name sagt. Wir haben hier einen 68060er Prozessor drauf und damit sind wir am Ende der Nahrungskette angelangt, was die Motorola Prozessoren in der Amiga-Welt zu bieten hat. Ein wunderbares Teil, die CPU ist mit satten 50 MHz getaktet, hat natürlich genauso wie die kleinere Schwester 180 MB FastRAM als 32-Bit-Variante und einen Fast-SCSI-Controller drauf. Und das Teil macht dann so richtig Spaß und schneller geht's nicht. Genauso wie bei der 2040 haben wir auch bei der 2060 einen Fast-SCSI-Controller mit an Bord. Man will ja schließlich auch nicht mit einem GTI mit angezogener Handbremse fahren. Das SysInfo bei der 2060er Turbokarte mit dem Kickstart 3.1 nicht so richtig mitspielen will, haben wir uns die Werte aus dem 2060 BE geholt, dem schwarzen Amiga 2000, den ihr bereits aus der Bridgeport-Folge kennt. Und jo, das sind die Werte, die zu Buche stehen und da fällt einem fast nichts mehr dazu ein.
Das ist ganz akzeptabel, ein Faktor 8 im Vergleich zum A3000 und 70, irgendwas zum A600. Wir besinnen uns drauf, wo wir angefangen haben, einfach nur mit einem einfachen Amiga 2000, wo wir vorhin gesagt haben, das ist einfach nur ein besserer A500. Jetzt sind wir in einer Preisklasse, wo wir quasi rein von der Speed her doppelt so schnell sind als ein Amiga 4000 in der Basiskonfiguration. Und das ist tatsächlich eine sensationelle Geschichte. Was wir allerdings auch feststellen, unten, wenn wir uns diesen Chip-Speed anschauen, da hat sich nichts mehr geändert. 3.17 ist, wie vorher schon genannt, auch hier das Ende der Fahnenstange. Mehr geht nicht bei den ECS Amigas, bis auf den A3000, der einfach einen anderen Zugriff auf den Chip-RAM letztlich mitbringt. Nettes Gerät, wer eine 2060 hat, darf sich darüber freuen und passt auf die Teile auf. Bei aller Geschichte muss man also sagen, selbst der schnellste Amiga 2000 kommt eben dann doch nicht in die Richtung, wie ein A4000 ausgebaut sein könnte. So, und damit wären wir soweit am Ende. Jetzt nochmal ganz dringend der Hinweis, der zwar vorhin auch schon mal gekommen ist, aber bevor ihr jetzt loslauft und viel, viel Geld einweicht für Turbokarten für den Amiga 2000. Denn eins muss ganz klar sein, die Dinger kriegt ihr keinesfalls geschenkt. Da wird es richtig teuer, je nachdem, was ihr haben wollt. Und damit es dann kein böses Erwachen mit Zähneknirschen gibt, informiert euch um Gottes Willen vorher darüber, was mit den Karten los ist. Brauchen die irgendwelche speziellen Konfigurationen? Braucht ihr extra Software dafür, extra Libraries dafür? Und wie sieht es aus mit der Kompatibilität von anderer Hardware, die ihr möglicherweise noch in eurem 2000er einsetzen wollt? Es ist alles nicht ganz so einfach, aber wenn man sich da um ein paar Kleinigkeiten im Vorfeld kümmert, hat man am Ende einen Amiga 2000 quasi maßgeschneidert, so wie man es eben gerne haben möchte. Und auch diese Vorsicht gebe ich nochmal weiter mit Nachdruck. Kauft auch nicht unbedingt die Katze im Sack. Das heißt, wunderbare Bastlerware oder ungetestet, hat vor 10 Jahren noch funktioniert. Wir haben hier alte Elektronik, die altert halt auch tatsächlich. Und das Beste ist immer, lasst euch die Karte am besten vorführen. Ja, die Preise, Mick hat schon genannt, die sind ganz ordentlich. Da sind wir im deutlichen dreistelligen Bereich, wo wir uns bewegen. Und nun ja, das hat man mal nicht so schnell in der Portokasse. Und da sollte man echt darauf achten, dass das Teil auch tatsächlich ja, noch einen Mucks von sich gibt, also funktioniert. So. Und das war das Wort zum Sonntag. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Dankeschön, Adele, ciao und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Servus.